Ja, einen schönen guten Abend auch von mir. Der verwaltete Christ, ich hörte so viel von Antworten und Klärungen. Das müssen wir mal abwarten. Ich denke, wir müssen mal erst uns ein wenig in die Problematik eindenken. Wenn Sie nicht schon so viel Frust mitbringen, dass also meine ersten Ausführungen schon viel zu harmlos Ihnen erscheinen, wir können ja mal gucken, wie es wird. Der Zensierte, der Gegängelte, der verwaltete Christ, als ich die Themen der drei Vorträge sah, da dachte ich einmal, ich glaube, es sind auch die Christinnen gemeint, nicht nur die Christen. Das ist nämlich nur männlich hier in den Titeln jeweils erwähnt. Und vielleicht hängt das auch schon mit der Verwaltung zusammen, dass wir uns so dran gewöhnt haben, nur den männlichen Christen zu nennen und nicht die Christin, denn die wird sicher genauso verwaltet wie der männliche Teil. Aber Sie haben da sicher Knackpunkte des heutigen Unbehagens an Kirche und kirchlichem Apparat genannt, mit denen wir umgehen müssen, die uns aufgegeben sind, vorgegeben sind, an denen wir uns reiben. Und ich denke, es ist gut so, dass das zur Sprache kommt, dass das nicht nur gleichsam so unter dem Tisch bleibt, unter der Theke, sondern dass das auch wirklich im engagierten Gespräch derer, die an Kirche interessiert sind, die selber Kirche sind, dass diese Fragen nicht einfach beiseite geschoben werden. Es geht nicht darum, denke ich, irgendetwas schlecht zu machen, sondern es geht darum, sich in der heutigen Zeit, in der heutigen Zeitsituation und Kirchensituation auch den Fragen zu stellen, die ja nicht nur von außen kommen, sondern von innen her. Und ich denke, dass die kritischste Instanz für die Kirche nicht der ist, der von außen her die Kirche kritisiert, auch nicht der, der an sein eigenes Unbehagen als Christ oder als Christin äußert, sondern die kritischste Instanz für das Evangelium ist immer noch Jesus Christus selbst. Ihn zur Sprache zu bringen in unserer Zeit der Verwaltung, der Gängelung und der Bevormundung, ja, das hat schon etwas von der Subversivität des Evangeliums an sich. Es hat schon etwas von dem an sich, was auch Jesus Ärger gebracht hat mit den religiösen und staatlichen Autoritäten seiner Zeit. Aber lassen wir erst einmal Schritt für Schritt vorgehen. Ich habe im Kirchenrecht nachgeschlagen, tue ich an sich relativ selten, muss ich gestehen, aber ich denke, zu diesem Thema musste da doch vorher mal nachschauen und habe erstmal das Register aufgeschlagen. Verwalter, Vermögensverwaltung, Verwaltungsakt, Verwaltungsbefehl, Verwaltungsdekret, Verwaltungsbeschwerde, Verwaltungsstreitigkeiten, Verwaltungsgericht. Zum Verwaltungsgericht fand ich am wenigsten. Es war nur in einem Paragraphen zitiert, aber das ist ja vielleicht auch schon ein Charakteristikum unserer Kirche, dass es keine unabhängige Verwaltungsgerichtsbarkeit gibt. Ich möchte anfangen mit persönlichen Erfahrungen mit diesem Thema. Bei der Pfarrernennung, die anwesenden Kollegen werden das bestätigen, bei der Pfarrernennung muss man einen Eid schwören. Wir wenigstens mussten das noch, ich weiß nicht, ob das heute noch verlangt wird, einen Eid auf Latein. Sonst ging alles zivil auf Deutsch so und die Ernennungsurkunde war auch hinterher auf Deutsch. Aber zunächst mussten wir, damals musste ich das bei Prälat Ricking tun, einen Eid schwören. Und ich habe gefragt, was ist das denn, wenn ich einen Eid schwören soll? Dann reicht mein weniges Latein nicht aus, übersetzen wir das doch mal. Und dann haben wir uns noch über einige Worte gestritten, da hat er noch ein Lexikon hergenommen. Der Inhalt des Eides, dass ich das Vermögen der Pfarrgemeinde wahren und mehren würde. Das war der Inhalt des Eides, damit man Pfarrer wird. Das Vermögen der Pfarrgemeinde zu verwalten, zu wahren und zu mehren. Ich habe damals gesagt, ich hätte vorher, weil ich das schon Leuten gehört hatte, bei Matthäus 5, 33 bis 37 nachgelesen. In den Alten ist gesagt worden, ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Eure Rede sei ja, ja, nein, nein, alles Weitere ist vom Bösen. Ob ich denn auch angesichts dieses Schriftwortes noch, also diesen Eid schwören müssen? Ja, das müsste ich. Dann habe ich ihn gebeten, dann würde ich das tun, aber nur mit der ausdrücklichen Maßgabe, meinen Protest dagegen auch mit in die Akten als Notiz aufzunehmen.
Das also ist der Kern. Alles andere ging ja ohne Eid und nur mit einem Versprechen. Und aber das scheint denn doch wohl die Miete zu sein. Allerdings muss ich sagen, bei mir war es nicht ganz so schlimm hinterher in der Auswirkung. Ich hatte nämlich damals dem Personalreferenten drei Bedingungen gestellt für eine Pfarrei, in der ich bereit wäre, Pfarrer zu werden. Die erste, nicht in Münster. Die zweite, keine reiche Pfarrei, wo ich viel verwalten müsse. Und das dritte, keine traditionelle, ich wage das hier in St. Felicitas Lüdinghausen zu sagen, keine traditionelle Innenstadtpfarrei, wo die Leute seit Generationen wissen, was katholisch ist und ich nur deren Erwartungen vollziehen muss. Also alle drei Bedingungen treffen für St. Heinrich in Mahl zu, in der ich jetzt seit fast 20 Jahren gerne Pfarrer bin. Die Verwaltung in einer Gemeinde ist ja erst einmal auf dem unteren Niveau des alltäglichen Geschäftes, sag ich mal. Die Verwaltung der Adressen, der Kirchenzeitungsabonnements, der Geschenke, der Caritas, der Feste, der Partnerschaftsaktionen, die aus der Gemeinde herauswachsen. Das alles ist nah bei den Menschen und ist deswegen vielleicht noch am ersten verständlich. All das ist schon so viel, dass eine Pfarrsekretärin da sicher mit einer halben Arbeitszeit in der Woche mit beschäftigt ist. Aber dann kommen die größeren Dinge auf einen Pfarrer zu. Die Verwaltung des Haushalts der Gemeinde, die Frage des Personals, der Pfarrer ist ja der Personalvorgesetzte. Und all das bedarf ja einer sorgfältigen Verwaltung, damit das nicht im Chaos versinkt, wie es früher manchmal in Pfarrgemeinden gewesen ist, und damit die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden. Auch das ist gut, dass von außen her Gemeinde verpflichtet ist im Tarif, rechtlichen Sinne und auch in anderen, sich an die Vorschriften, in Kündigungsfristen etc. an die Vorschriften zu halten. All das kann ich gar nicht kennen, will ich auch gar nicht kennen. All das müssen Fachleute machen, die dann sich auch in den Gesetzen auskennen und die Verantwortung dafür übernehmen. Vielleicht ist es nicht uninteressant, der normale Haushalt einer Gemeinde, ich nehme jetzt unsere nicht reiche Gemeinde, es sind also im Jahr 1993, ich habe das ein bisschen pauschaliert, 700.000 Mark in dem Haushalt einer Gemeinde. Davon 400.000 Mark für einen Dreigruppenkindergarten und 300 für die übrige Gemeindearbeit, sprich also Kirche, die Bedienstete, Dortküster, Organistin, Pfarrsekretärin, Pfarrheim, Lichtheizung, Reinigung, Reparatur und was sonst so ist. 300.000 Mark. Von diesen 700.000 Mark in Haushalt sind 270.000 Mark von der Kirchensteuer. Früher habe ich immer gedacht, die Kirche würde so ganz von der Kirchensteuer leben, aber das tut sie gar nicht. Also 270.000 von 700.000. Fast zwei Drittel kommen also von anderen Quellen her. 80.000 Mark sind allein Gebühren und Spenden aus der Gemeinde. Die nehmen sich den 270.000 von der Kirchensteuer also auch schon ganz ansehnlich aus. Die tarifrechtlichen Bestimmungen etc., die ordentliche Verbuchung, ich könnte das nicht, ich wollte das nicht. Dafür gibt es jetzt bei uns die Zentralrententuren. Ich weiß nicht, wie das hier ist. Da bin ich sehr dankbar für, weil die Sachen erledigen. Das sind Fachkräfte, die das denn auch gelernt haben. Allerdings, so ganz geht das nicht an dem Pfarrer vorbei. Alle paar Jahre kommt der Prüfer vom Generalvikariat und der guckt, und dann denke ich immer wieder an diesen lateinischen Eid am Anfang, ob ich auch jede Quittung von 2,50 Mark für ein Paket zusätzlich unterschrieben habe. Letztes Mal habe ich gesagt, ja, ich sage, ich weiß, die Zentralrentenagentur liegt mir Ende des Jahres alles, was nicht unterschrieben ist, zur Unterschrift vor und dann mache ich eine Autogrammstunde. Das dürfen Sie mir nicht sagen, sagte er. Sie müssen das immer sofort, ich sage, das ist richtig, dass Sie das sagen, aber dafür bin ich nicht geweiht. Ich mache das in der Autogrammstunde am Ende des Jahres. Aber da wird deutlich, dass
jede Unterschrift unter 2,50 Mark Paketquittung von Münster kontrolliert wird. Und die haben das ja gelernt, das Kontrollieren, nicht? Also da muss man also schon, deswegen ist ja auch gut, dass es eine Zentralrentnatur gibt, die das Ganze untersucht. Im Kirchenvorstand hat der Pfarrer den Vorsitz. Das ist ja auch interessant. Im Pfarrgemeinderat, wo es um die Seelsorge, um das Gemeindeleben geht, ist ein Laie Vorsitzender oder Vorsitzende. Und im Kirchenvorstand ist aber der Pfarrer Vorsitzender. Der kann zwar einen Beauftragten ernennen im Rahmen des Kirchenvorstands etc., aber zunächst mal ist er selber dran. Das ist ja auch die Folge dieses eben genannten Eides. Wir kommen nun bei uns in St. Heinrich mit dem Kirchenvorstand, der also die juristische und die finanzielle Verantwortung hat, aus mit einer Sitzung am Abend. Jetzt werden vielleicht der Pfarrer vom Felicitas ein bisschen neidisch, weiß ich nicht. Kirchenvorstandssitzung im Jahr am Abend und vielleicht zwei Sitzungen von einer Stunde von 18 bis 19 Uhr sonst im Laufe des Jahres, um die laufenden Geschäfte zu machen. Kollegen von mir haben alle 14 Tage Kirchenvorstandssitzung. In einem habe ich gerade noch gehört, der hat immer abwechselnd eine Woche Ausschüsse und eine Woche Kirchenvorstand. Da ist jeden Dienstagabend Kirchenvorstandssitzung. Denn wir haben keine Häuser, wir haben keine Äcker, wir haben keine anderen Einrichtungen, eben nur Kindergarten, Kirche, Pfarrhaus und Arche, unser Pfarrheim, aber sonst nichts. Es gibt ja einige Pfarreien. Ich denke, hier wurde mir damals mal erzählt von Fenne, das ist ja gar nicht hier so weit weg, nicht? Bei Fenne wären 19 Bauern und von den 19 Bauern in Fenne wären 12 Pächter von Kirchenland. Also zwei Drittel sind, wenn der Pastor kommt, muss er erst immer erklären, ob er als Lehensherr oder als Seelsorger kommt, nicht? Das ist also gar nicht so einfach, auch vom Vollzug her. Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten, Caritasverband, Kuratorien. Es gibt ja viele alte Stiftungen, wo die Pfarrer automatisch per Satzung im Kuratorium sind und dann unter Umständen auch dann die Verantwortung tragen müssen. Ich weiß, dass ein Kollege von mir in Gelsenkirchen in der Pfarrei war, wo das St. Georgswerk ansässig war, eine Behinderteneinrichtung, die hinterher in fast 20 Häusern, also über 2.500 Behinderte betreute, zum Teil verwahrte. Und er ist dann rausgegangen, weil er sagte, ich kann das nicht überschauen. Und 3 Jahre später ist der leitende Direktor dieses Georgswerkes nach der Veruntreuung von mehreren Millionen dann ins Gefängnis gekommen. Aber Pfarrer haben automatisch qua Kuratoriumssitz viele Verantwortung, für die sie eigentlich gar nicht geboren sind. Das Ganze hängt natürlich daran, dass wir in Deutschland eine reiche Kirche sind. Und das hängt wiederum an der Kirchensteuer und an der Sozialgesetzgebung. Beides hat daran Anteil. Die Kirchensteuer, die ja hierzulande zentral eingezogen wird über die Finanzämter, das gibt es in keinem anderen Land der Welt, also kann das Leben der katholischen Kirche nicht unbedingt an dieser Tatsache hängen. Also nur in Deutschland gibt es dieses System. Und das wird dann oben abgeführt an die Diözesen. Und die verteilen und verwalten das denn im Blick auf die Gemeinden. Es gibt ganz andere Modelle. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie in der Zeitung schon von den Auseinandersetzungen in Chur in der Schweiz gelesen haben mit dem Bischof Haas, wo von 13 Dekanaten wird der Bischof in 11 Dekanaten gar nicht zur Firmung zugelassen. Da haben die Dächernden und die Gemeinden beschlossen, dieser Bischof kommt uns nicht in unsere Gemeinde zur Firmung. Und es hat viele Proteste gegeben bis nach Rom hin und so. Er hat jetzt 2 Weihbischöfe bekommen, die kommen dann doch nochmal dann auch in die Pfarreien, wo sie den Bischof gar nicht zulassen. Und dann haben sie, der Bischof hat das Priesterseminar völlig umsortiert, Leute vom Opus Dei daran geholt und andere aus der erzkonservativen Ecke der Theologie. Und dann haben die Dekanate ihm die Finanzen dafür gestrichen. Denn da kommt die Kirchensteuer bei der Kirchgemeinde ein. Und die verwaltet das und da muss der Bischof bitten, für die Diözesanaufgaben etwas zur Verfügung zu stellen. Da ist das System also andersrum als bei uns und das gibt viel mehr
Möglichkeiten, gestalterisch für die Kirchengemeinde eine solche Sache auch verantwortlich zu machen, nahe bei den Menschen, wissen, wo da die Sorgen sind, wo da das Geld und die Menschen eingesetzt werden sollen. Und ich denke, diese menschennahe und gemeindenahe Geldverwaltung hat sehr viele Vorteile, weil sie nicht so anonym ist. Nur unter einer Voraussetzung, dass es dann einen Weg gibt, wo die Pfarreien sich untereinander austauschen, dass nicht die reichen Pfarreien sich die Pfarrheime vergolden und die anderen sich gar keins leisten können. Der Ausgleich muss geschaffen werden. Das ist sicher richtig und nötig, aber trotzdem bei dieser kirchennahen, gemeindenahen Verwaltung, die es übrigens auch in Holland gibt, da ist das ähnliche System, in Österreich ist ein Mischsystem. Es gibt also viele andere Möglichkeiten. Die Schwierigkeit in unserer Gesellschaft ist so, dass die Geldabgabe ja ganz anonym geschieht, durch die Steuer, durch das Finanzamt, die Geldverwaltung auch sehr weit weg ist, so dass dieser ganze finanzielle Bereich dem normalen Durchschauen entzogen ist. Und das ist sicher ein verständlicher Grund des Unbehagens an dem Ganzen, zumal wenn man manchmal hört, wofür denn Geld ausgegeben wird und wofür nicht. Damit sind wir beim zweiten Punkt, wo ich ein bisschen mit Ihnen über die Problematik nachdenken möchte. Die Kirche sind in vielen Orten der zweitgrößte Arbeitgeber am Platz. Der öffentliche Arbeitgeber ist der größte Arbeitgeber und dann kommt die Kirche. Gerade wenn Sie Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten etc. Selber führt. Ist das eigentlich Gemeinde im Sinne Jesu? Kann das eigentlich christlich getan werden? Arbeitsplätze schaffen ist sicher eine gute Sache, aber was hat das für Konsequenzen, wenn der Pastor Arbeitgeber ist? Wo kommt er da in Rollenkonflikte? Wo also er die Vergebung des Evangeliums, die Barmherzigkeit Jesu predigen und darstellen soll ja in der Gemeinde? Und wie ist es dann mit Kündigung oder anderen Vorgängen? Passt das überhaupt zusammen? In unserer Diözese sind 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Generalvikariat angestellt. Etwa so viel, wie es Pfarrgemeinden in der Diözese gibt. Also für jeden ist nochmal einer im Generalvikariat. Das ist nicht nur teuer, sondern es ist eben auch für die Gemeinde und für den Pfarrer ein ziemlich anonymes Gegenüber. Ich habe mir sagen lassen, dass in dem Generalvikariat der Erzdiözese Köln mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist als in allen holländischen Diözesen zusammen. Und als in allen polnischen Kirchen, allen polnischen Diözesen zusammen. Ich selber habe gute Kontakte zu Brasilien. Da weiß ich, dass ich mit dem Bischof Antonio Fragoso einmal in dem Haus war, wo also die zentrale Anlaufstelle. Und er sagte, ja, das ist hier unser Generalvikariat. Da sitzt eine Sekretärin und dann arbeitet hier für die seelsorglichen Bereiche noch halbtags eine Ordensschwester. Und deswegen ist es uns sehr schlecht möglich, die Abrechnungsbedingungen von Miseria und Advenia zu erfüllen mit ihren genauen Aufstellungen und Daten. Dann müssten wir dafür eine eigene Kraft einstellen und das wäre uns zu teuer. Man muss also einfach auch mal eine ganz andere Situation so zur Kenntnis nehmen, um die eigene nicht für zu selbstverständlich zu haben. Grundstücke, Häuser, Kapitalanlagen. Nicht nur die Gebäude, die unmittelbar der Gemeinde dienen, damit bin ich in das ganze Wirtschaftsgeschehen einbezogen. In Pachten, Pachterhöhungen, Mieten, Mieterhöhungen, Renovierung von Häusern, Ärger zwischen Vermieter und Mieter, aus denen ich mich nicht ganz heraushalten kann. Man sagt, das sei nötig, um Sicherheiten zu haben, auch langfristig Menschen anstellen zu können.
Ja, das mag sein, aber man muss auch fragen, was dafür bezahlt wird. Denn es kam ja eben schon in der Einleitung heraus, Geld und Verwaltung bedeuten Macht über Menschen. Und je weiter weg diese Macht ist, desto anonymer. Um ein Beispiel zu sagen, was also vielleicht jetzt ein wenig entschärft ist, hoffentlich. Aber es geht um das Problem der Geschiedenen und Wiederverheirateten. Lange war es so, dass solche nicht zur Anstellung in kirchlichen Diensten in Frage kamen. Und dass, wenn einer oder eine sich scheiden ließ, sie noch im Dienst bleiben konnte, aber wenn dann eine Wiederheirat, staatliche Wiederheirat erfolgte, dass dann automatisch die Kündigung kam. Das ist so ein typischer Konfliktfall, denke ich. Ich weiß es, in einer Nachbarstadt in Dorsten war ein Mitarbeiter der Caritas, der sich hatte scheiden lassen, der jetzt seit einiger Zeit mit einer Frau zusammenlebte und mit der auch schon zwei Kinder hatte. Das war alles mit dem Arbeitsvertrag vereinbar. Aber als dann der Pastor aus seelsorglichen Gründen wirklich der gut im Gespräch mit dieser engagierten christlichen katholischen Familie war, auch mit den Kindern, doch anregte, ob sie nicht staatlich heiraten wollten, um der Sicherheit auch für die Kinder willen, haben die das dann getan. Und der Kirchenvorstand hat das zur Kenntnis genommen, aber in alle Personalien von Kindergärten werden weitergemeldet vom Caritasverband, war es damals ähnlich. Und dann kriegten sie den Auftrag und die anderen Pfarrer in der Umgebung, schlimm sei es gesagt, haben dann die Kündigung dieses Mitarbeiters verlangt, die dann auch erfolgt ist, gegen den Protest dieses Pfarrers, der als Seelsorger mit diesem Paar in Gespräch war. Das ist so eine typische Konfliktsituation, wo Geld und Macht benutzt wird, um bestimmte Moralvorstellungen durchzusetzen, aber eigentlich ja nur äußerlich durchzusetzen, die ja erst greifen, wenn der seine Personenstandsänderung per Steuerkarte seinem Arbeitgeber melden muss. So ist es ja vielfach bei Erzieherinnen im Kindergarten gewesen, dass Erzieherinnen selbst, wenn der Kirchenvorstand und der Pfarrer ganz hinter ihnen stand und sie weiter beschäftigen wollten, die Besoldung der Kindergärtnerinnen, der Erzieherinnen geht über die zentrale Besoldungsstelle in Münster und da kriegen die das natürlich sofort spitz, wenn da eine Personenstandsänderung ist und dann erfolgt sofort der Auftrag an den Kirchenvorstand der betreffenden Frau zu kündigen. Solange die, ich sag jetzt mal nur so, mit ihrem neuen Partner zusammenlebt, passiert nichts, sei denn, dass der Pastor oder die Gemeinde einen solchen Anschluss daran nehmen, dass sie das öffentlich machen und sagen, das kann so nicht in dieser Gemeinde geduldet werden. Ich will auch nicht generell sagen, dass da alles in Ordnung ist und man über alles hinwegsehen müsste, aber ich weiß es von Kollegen von mir, die äußerst ärgerlich waren, dass Münster über ihren Kopf und über den Kopf der Gemeinde hinweg verdienten Erzieherinnen im Kindergarten gekündigt hat, wegen dieser Tatsache der Wiederheirat. Das hat mehrere Konsequenzen. Die Frage eben, wie gehen wir in Kirche überhaupt mit Geschiedenen und Wiederverheirateten um? Ich denke, die Ausgrenze, ich habe einmal im Fernsehen etwas dazu gesagt, dass ich dächte, dass Kirche da dringend umdenken müsste, weil die Geschiedenen und Wiederverheirateten ja oft jetzt eine christliche Ehe leben wollen und dass man ihnen nicht den sakramentalen Stuhl vor die Tür stellen dürfe, sondern sie einladen müsse, gerade wenn sie aus dem Glauben heraus auch Kraft für diesen Weg mit ihrem Scheitern fertig zu werden und Hoffnung in ihrem neuen Anfang in einer wirklichen christlichen Partnerschaft zu finden, wenn sie darin die Kommunion als Wegzehrung, denn Kommunion ist nicht Belohnung für die Guten und Starken, für deren Leben gelungen ist, sondern Wegzehrung für die Schwachen, die auf dem Weg sind, um es mit den Worten der Brotvermehrung zu sagen, damit sie auf dem Weg nach Hause nicht erliegen, dann darf man ihnen das nicht verweigern. Ich müsste also jetzt an der Kommunionbank denen die Kommunion geben und mich freuen, dass sie da sind und müsste als Personalvorsitzender, als Personalchef ihn kündigen. Da zeigt sich, dass das völlig durcheinander geht in meinen verschiedenen Rollen. Wenn ich denn so das Evangelium verstehe, wie das hierin deutlich geworden ist.
Und noch ein anderes ist so, dass ja in vielen Gebieten auch unserer Diözese es fast nur konfessionelle Kindergärten gibt. Das heißt, eine Erzieherin, die einmal auf diesem Wege gekündigt worden ist, findet in der näheren und weiteren Umgebung oft überhaupt keine Möglichkeit, weil die Kirche faktisch das Monopol hat. Bei uns in Marl ist es noch so, dass 80% der Kindergärten konfessionell sind. Nun, die können vielleicht dann im evangelischen Kindergarten unterkommen, aber auch da wird zuerst geschaut, von welcher Konfession die Bewerberin ist. Es ist also eine ziemliche Macht, die qua Geld und qua Personalvertrag über Menschen ausgeübt wird. Und wo wenig von der Menschenfreundlichkeit und von der Barmherzigkeit Gottes in Jesus Christus uns deutlich geworden sichtbar wird. Der sich ja gerade den Gescheiterten, denen, die nicht weiter konnten, zugewandt hat, sie ermutigt hat zum Leben, der sicher die Endgültigkeit der Ehe ermöglichen wollte. Was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen. Heißt es, oder darf der Mensch nicht trennen? Ja, aber wenn er es tut und wenn sich herausstellt, dass die andere Entscheidung nicht mehr durchzuhalten ist. Zumindest ich erlebe Jesus als einen, der dann auch so Verwaltung zur Bürokratie. Kratie heißt Herrschaft. Früher war sicher auch eine Form der Willkürherrschaft durch das Wohlwollen des Pfarrers, der alles so managte und der seine dicken blauen Beutel in allen Taschen stecken hatte und der einem was gab und dem anderen nicht und den einen kündigte und den anderen behielt, je nach Wohlwollen. Das ist sicher auch keine gute Weise gewesen. Aber es gibt ja auch in manchen Vereinen jetzt so einen Kampf. Der Kirchenvorstand ist ja nicht auf kirchlichem Mist gewachsen, sondern der Kirchenvorstand ist von Preußen den Gemeinden diktiert worden, weil die Preußen in der Zeit des Kulturkampfes sagten, wir wollen wenigstens, dass die Finanzen ordentlich verwaltet werden. Das ist also nicht auf kirchlichem Mist gewachsen, sondern das ist vom Staat vorgegeben. Und manchmal ist es so, ich kenne Pfarreien, ich kann das hier so sagen, weil ich hier keine Pfarrei kenne, dann ist der Kirchenvorstand der Machthaber. Das zeigt sich manchmal auch im Kampf gegen den Pfarrgemeinderat. Der Pfarrgemeinderat soll bloß nicht auf die Idee kommen, das und das für die pastorale Arbeit einer Gemeinde für wichtig zu halten, bevor er nicht beim Kirchenvorstand angeklopft hat und gefragt hat, ob er so denken dürfe. Ich kenne solche Pfarreien, wo das also ziemlich schlimm ist. Im Kirchenvorstand, weil es das ältere Gremium ist, haben sich dann mehr die älteren, traditionellen Familien, wo eigentlich immer der Sohn dem Vater im Kirchenvorstand nachfolgt, etabliert, im Pfarrgemeinderat. Das sind mehr die Jüngeren und Zugereisten. Und dann kann es also da schon zu ganz heftigen Auseinandersetzungen kommen. Ich habe eben über die Zentralrentnaturen gesprochen. Die sind sicher gut, wenn sie Dienstleistungsbetriebe bleiben. Wenn Sie jetzt nicht als Zentral, es geht immer eine Stufe höher, nicht? Wenn Sie jetzt nicht die Herrschaft aufrichten und sagen, was geht und was nicht geht. Die Stellen des Generalvikariates haben natürlich ihre Vorschriften. Sie müssen der gerechten Verteilung dienen. Aber die Selbstständigkeit der Gemeinden ist also massiv beeinträchtigt. Wenn wir um einen Vertrag mit einer Putzfrau zu schließen, die mit Steuerkarte bei uns arbeiten soll, muss der Vertrag dem Generalvikariat zur Genehmigung vorgelegt werden. Und wehe, wenn sie evangelisch ist, dann kriegen wir Schwierigkeiten. Also auch evangelisches Putzen in katholischen Kirchen ist eine ganz schwierige verwaltungstechnische Angelegenheit. Ich sage also oft und sage das auch den Leuten aus dem Generalvikariat, das Generalvikariat ist eigentlich ein Dienstleistungsbetrieb, der nur seinen Sinn daran hat, uns, den Gemeinden, das Leben zu ermöglichen. Da passiert nämlich Kirche, in den Gemeinden und im Generalvikariat passiert Kirche nicht im besonders höheren Maße, weil sie ganz nah beim Bischof sind, sondern für das Generalvikariat, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, passiert Kirche dort, wo sie als Christen in ihren Gemeinden leben. Da passiert auch für sie Kirche. Und alle Verwaltung und alles, was an Vorschriften da ist, hat dem Leben der Gemeinden zu dienen und deswegen eben auch etwas von der Menschenfreundlichkeit unseres Gottes sichtbar zu machen in der frohen Botschaft, die sie zu vertreten und zu verkünden haben.
Und da kommt noch eine andere, die unsere ganze Gesellschaft betrifft, eine Schwierigkeit. Ich habe ja das eben von unserer Gemeinde gesagt, also 700.000 Haushalts, 270.000 Kirchensteuer. Ich habe das andere jetzt nicht ganz zusammengerechnet, aber es ist sicher mehr als 300.000 Mark, mehr als die Kirchensteuer stammt von staatlichen Stellen. Kindergarten und verschiedene andere Dinge im Haushalt der Diözese, kommt das ja noch auf anderem Wege wieder raus. Und diese Frage, viele Zuschüsse meinetwegen für Jugendlager, für Kinderlager, für Bedürftige und so weiter, was alles darüber läuft, muss denn entsprechend beantragt werden. Da ist die Gemeinde abhängig von den Zuschüssen, wie die Kommune wohlwollend oder weniger wohlwollend die Sätze festsetzt, weil das freiwillige Leistungen sind, die von der Kommune festgesetzt werden können, oder aber auch vom Land und vom Bund. Ganz besonders dringlich wird das beim Caritasverband. Ich habe schon oft mit Leuten aus dem Caritasverband gesprochen, über die Gefahr, dass sie aufpassen müssen, dass die Caritas nicht verkommt zu einer Verwaltungsstelle für staatliche Zuschüsse. Und deswegen auch an den Grenzen der staatlichen Zuschüsse die Grenzen ihrer Tätigkeit sieht. Oft ist es schwer, ich weiß es von Gesprächen auch mit Kollegen, in den Caritasverband zu neuen Initiativen zu bewegen. Das war ja eigentlich immer das Charakteristikum von kirchlicher Arbeit mit den Menschen, dass sie zuerst die Siechenhäuser gebaut haben und daraus sind die Krankenhäuser entstanden, dass sie zuerst Kinder unterrichtet haben, daraus sind viele Schulen entstanden, die dann andere Träger übernommen haben, die nicht jetzt ständig festgehalten werden müssen, damit sie nur in unserer Trägerschaft bleiben. Und ich denke, die Caritas muss auch angesichts der neuen Armut in unserer Welt initiativ werden. Ich weiß das von Günter Thien und manchen, die die Armutsstudie in unserem Caritasverband der Diözese gemacht haben, wie viele Schwierigkeiten sie auch im eigenen Verband damit bekommen haben, durch den Finger auf die Wunde der neuen Armut in unserer Gesellschaft. Das passt nicht nur vielen Politikern nicht, gerade in der Wahlkampfzeit nicht, sondern das passt auch vielen Leuten in der etablierten Verwaltung von Zuschüssen nicht. Nach dem Ganzen habe ich denn nochmal gedacht, Kirchenrecht bist du angefangen, jetzt musst du doch auch nochmal ins Neue Testament kurz reinschauen. Da bin ich natürlich auf Judas gestoßen, nicht? Der die Gelder verwaltet. Und er hat gesagt, als da die Frau das Nadenöl über Jesus vergoss, das hätte man verkaufen können und das Geld den Armen gegeben. Und dann sagt der Evangelist, das wollte aber eigentlich gar nicht, sondern er wollte das sich selber in die Tasche stecken. Also mit der Verwaltung hat es damals auch schon nicht ganz geklappt bei den Zwölfen, obwohl das ja eigentlich relativ überschaubar gewesen wäre. Jesus war also auch kein guter Verwaltungschef, sonst hätte er das bei dem Judas schon vorher festgestellt. Im ersten Korintherbrief heißt es, denn es kommt ganz selten vor, dieses Wort, im ersten Korintherbrief heißt es denn im vierten Kapitel, im ersten Vers, die Apostel sind Verwalter der Geheimnisse Gottes. Geheimnis, lateinisch steht da Mysterien, Mysterion, was auch als Sakrament übersetzt wird. Man hat lange die Rede gehabt, auch in der Pastoraltheologie, von der Sakramentenverwaltung. Da gehört denn auch in der Ehe eine ganze Menge Bürokratie zu, mit der ich sie jetzt verschonen will. Aber Sakramentenverwaltung, das Wort, ist ja schon verdächtig. Und in diesen neuen Pastoralplanungen, wo es immer weniger Priester gibt, bei einer gleichbleibenden Zahl von Gemeinden, da wird denn oft von der Sakramentenversorgung gesprochen, die verwaltet werden müssen. Also die Priester sind denn dieser Sakramentenversorger für mehrere Gemeinden. Nicht mehr Pfarrer in ihrer Gemeinde, sondern für die Sakramentenversorgung im Pfarrverband zuständig oder ähnliches mit mehreren zusammen. Ich denke, da wird es schon verdächtig. Und das fing auch schon ganz früh an, im Titusbrief 1,7, wo über den Bischof so alles Mögliche gesagt wird, er solle zum Beispiel nur einmal verheiratet sein, nicht? Da steht ein richtiger Steckbrief, eine Suchanzeige, eine Stellenanzeige für den Bischof drin, also nur einmal verheiratet, er soll seinen Kindern ein guter Vater sein, er soll seinem Hauswesen gut vorstehen, wie könnte er sonst dem Kirchenwesen vorstehen und so weiter. Und da in diesem Zusammenhang steht denn, er muss auch ein guter Verwalter des Hauses Gottes sein. Zuerst als Patriarch in der Familie, seinem Eigenhaus, und dann als Patriarch das Haus Gottes auch zu verwalten. Da merkt man schon, wie schon in der damaligen Zeit der Akzent von der Verwaltung, von der Verantwortung für die Geheimnisse, die Gott uns anvertraut hat, zur
Verwaltung im Sinne auch der ökonomischen Verwaltung geworden ist. Was für einen Sinn kann das nun haben? Ich habe jetzt gerade in den vergangenen Wochen eine Fortbildung mitgemacht. Ich hatte so etwas Ähnliches schon früher einmal gelesen und gehört, aber ich möchte Ihnen das Schema eben nochmal deutlich machen. Professor Zulehner, ein Pastoraltheologe, der viel in Soziologie auch Untersuchungen gemacht hat und Umfragen gemacht hat, er hat es aber auch wieder von anderen, aber das ist inzwischen bei mehreren, er hat uns das nur gerade wieder deutlich gemacht. Jede Organisation, völlig egal, ob das Kirche ist oder Gewerkschaft oder Partei oder was auch immer, hat einen Lebensboden. Am Anfang steht eine Vision. Jetzt lasse ich heute in der Zeitung, die Gewerkschaft Bausteine Erden sucht eine neue Vision. Also das ist genau die Frage, die heute also auch in diesen Organisationen gestellt wird. Am Anfang steht eine Vision. Ein Wort, was lange ja verfüllt. Um diese Vision sammelt sich eine Gemeinschaft. Und wenn die Vision produktiv wird, dann soll sie ja nicht bloß ein Traum sein, sondern soll ja anfangen, sich zu realisieren. Dafür braucht man in der Gemeinschaft auch ein Programm, auf das man sich kann. Und wenn das gleichsam über die Geburt, die Kindheit und Jugend einer Institution gegangen ist, braucht man hinterher wegen der Vision die Gemeinschaft, das Programm und die Administration, die Verwaltung, sage ich jetzt, aber passt zu den ersten Frauen, sagt die Administration, die nötig ist, damit dies lebendig sein kann. Aber wenn Institutionen älter werden, siehe Gewerkschaften, um die Kirche zu sagen, dann fällt oft als erstes die Vision weg. Bleibt die Gemeinschaft um das Programm und die Administration. Als nächstes bröckeln die Mitglieder. Dann ist noch das Programm da und die Administration. Und in der Sterbephase einer Organisation gibt es nur noch die Administration, sprich die Verwaltung. Ich denke, man kann hier an diesem Schema gut absehen, wie sich eine solche Entwicklung vollzieht. Und wir haben, er hat uns, denn es waren also 30 Pfarrer da, alle von meinem Weihalter, also vom Jahrgang 59, da hat er gefragt, wo würden Sie denn Ihre Gemeinde ansiedeln? Was würden Sie schätzen? Wo würden Sie Ihre Gemeinde ansiedeln? Oder nur mal, dass wir darüber nachdenken, wo wir sind. Und wir haben dann hinterher jeweils unsere Punkte gemacht. Also ich habe leichtsinnigerweise den Punkt hier. Aber fast alle, die meisten aus unserem Kurs, und da sagte Professor Zulehner, das wäre das allgemeine Bild. Also die Vision ist weg. Die Vision ist weg und deswegen droht die Verwaltung und alles, was Sie gesagt haben über den gegängelten, bevormundeten und verwalteten Christ, das ist, glaube ich, alles in diesem Bild einzufangen. Wenn aber jetzt eine solche Entwicklung passiert ist, was für, wie kann das denn nochmal aufgehalten werden? Sag mal, man muss ja nicht jetzt auf die Auferstehung nach dem Tod warten. Wir wollten ja auch ja immer gerne vorher etwas davon erfahren. Und da sagen die Organisationssoziologen, die also gar nicht da muss eine neue Vision sein. Wenn man das spürt, dass die Vision fehlt, dann fehlt allem anderen die Lebenskraft und damit die Zukunft und dann muss es um eine neue Vision gehen. Wenn wir also mit dem Problem des verwalteten Christen produktiv umgehen wollen, dann ist nicht die Resignation die Antwort darauf, das landet denn nur bei der Bürokratie, sondern die Antwort sind die neuen Visionen. Und ich habe mal gesagt, auch im Priesterrat, ein bisschen boshaft gebe ich ja zu, aber um das Problem deutlich zu machen.
Die Kirche in Deutschland ist im Augenblick so gut organisiert, so gut verwaltet, so gut dotiert, dass wenn sich einmal herausstellen würde, dass das mit Jesus doch alles gar nicht so gewesen ist, mit Tod und Auferstehung und Erlösung, würde diese Kirche als Institution diesen kleinen Fauxpas glänzend überleben. Das würde man kaum merken, weil ja das meiste, was Kirche in der Öffentlichkeit darstellt, nicht die Glaubensüberzeugung der Gläubigen ist, die Vision des menschenfreundlichen Gottes, den wir leben und wo wir selber unsere Zukunft drin sehen, sondern das, was meistens anderen in der Kirche deutlich wird, ist der Apparat. Und dann ist es genau so, dass die staatlichen Zuschüsse, die laufen, ob die Leute glauben oder nicht, das spielt da überhaupt keine Rolle. Das heißt also, die Kirchensteuer, ja, nun gut, wenn alle aus der Kirche austreten, aber das tut man ja auch nicht so schnell. Und man weiß ja auch nicht so ganz richtig, was denn sonst, ob nicht doch was dahinter ist oder so. Aber aus welchen Gründen auch immer, manche treten ja heute bewusst aus der Kirche aus, um die Kirchensteuer anderen zuzuwenden. Ein ganz engagiertes Ehepaar, beide Lehrer, beide Lektoren und Kommunionhelfer in unserer Gemeinde, die sagten jetzt nach den letzten Beschlüssen der Bischofskonferenz, wo nochmal das Nein des Papstes gegen die Priesterweihe der Frau bekräftigt worden ist und wo der BDKJ ja Federn und Personen lassen musste und wahrscheinlich auch demnächst Geld, da sagt er, jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt gekommen, wo ich austreten muss, um das Geld denen direkt zukommen zu lassen. Die Frage der Vision. Eben wurde das Büchlein erwähnt. Ich habe anhand der 7 Sakramente versucht, meine Vision von geschwisterlicher Kirche deutlich zu machen. Ich denke, wir können nicht verantworten, Kinder zu taufen, ohne uns für eine kinderfreundliche Gesellschaft einzusetzen. Wir können nicht verantworten, Krankensalbung zu spenden, ohne uns für eine Gesellschaft einzusetzen, in der Kranke menschenwürdig leben und unter Umständen auch sterben können. Wir können nicht das Sakrament der Ehe spenden, wenn wir uns nicht für eine familienfreundliche Gesellschaft und damit Politik einsetzen. Wir können nicht wagen, das Sakrament der Firmung zu spenden, wenn wir nicht bereit sind, die unauswechselbare Würde und die Eigenverantwortlichkeit jeder Gefirmten ernst zu nehmen und deswegen ein wenig Kirche herumzudrehen. Die Kirche lebt zuallererst von den Menschen her, die vom Geist Gottes ergriffen sind. Diese Rede von der Kirche von unten ist ein bisschen missverständlich, weil Kirche von unten meine ich Kirche von ganz oben. Der Geist Gottes, so heißt es in 1. Korinther 12, verteilt seine Gaben, wie er will, also nicht wie die Hierarchie oder der Pastor das zulässt, und er verteilt die Gaben so, dass jedem die Gabe Gottes gegeben ist, damit sie anderen nützen. Das heißt, jeder und jede Einzelne hat Verantwortung für die Gabe der Menschenfreundlichkeit Gottes, wie auch immer sie deutlich zu machen, für andere im Leben der Gemeinde und darüber hinaus. Und dass deswegen auch die ganze Wahrheitsfindung in der Kirche anders muss. Es hat der Katechismus, der von Rom kommt. Ich glaube, man kann heute nicht mehr, um auch dies sozusagen, die Wahrheit von einem Ort der Welt für die ganze Welt verwalten. Dann kann man gar nicht die Eigenart der Kulturen, der eigenen religiösen Traditionen, der Indios, der Afrikaner, der Inder, der Ostasiaten mit wahrnehmen. Das ist Menschen unmöglich. Und deswegen ist jede Verwaltung der Wahrheit von einem Punkt der Welt her, ohne diese Pluralität der religiösen und menschlichen Erfahrungen, kulturellen Erfahrungen ernst zu nehmen, ein Beschneiden dessen, was Gott wachsen lässt. Da ist nicht mehr Jude noch Grieche, nicht mehr Mann noch Frau, nicht mehr Herr noch Sklave, alle sind eins in Christus, ja, aber nicht im Sinne einer Einheitspartei, sondern im Sinne einer die Grenzen überwindenden Solidarität, wo die Sünde des Rassismus überwunden ist, nicht mehr Jude noch Grieche, die Sünde des Sexismus überwunden ist, von Mann und Frau, und die Sünde der ökonomischen Ausbeutung, nicht mehr Herr noch Sklave. Wenn also, und das sind Texte, die auf die Firmung hinweisen, wenn wir also Firmung ernst nehmen, können wir das gar nicht anders, als dass wir dieses auch in das gesellschaftliche und politische Leben unserer Welt mit einbringen. Und zwar dann auch gerade im Blick auf die, die unten sind, auf die, die ausgegrenzt werden, hier bei uns und weltweit. Und dann können wir das gar nicht anders, als auch mit einer
politischen Vision einer neuen Gesellschaft, die anfangen muss in dem Miteinander der Kirche. Dass wir dann unseren Glauben feiern, weil nur so wir immer wieder von der Wurzel her leben können und die andere Welt selber feiernd, erfahrend und dafür danken. Der Sonntag ist sicher wichtig, wenn wir ihn ernst nehmen als Ort, wo der Mensch nicht verplant werden darf. Damit wenigstens am siebten Tag nach alter Schöpfungsgeschichte der Mensch nicht verplant wird, sondern zu sich selber und zu Gott kommen kann. Wir träumen von einer Welt, wenn einer alleine träumt, sagt Helda Kamera, ist das nur ein Traum, wenn viele gemeinsam träumen, ist das der Anfang einer neuen Wirklichkeit. Die Feier des Glaubens, die dann zu einer geschwisterlichen Kirche wird, wo auch die Wahrheitsfindung so gehört, ich möchte gerne die Wahrheit von Geschiedenen, wie geschiedene und wiederverheiratete Leben von ihnen selber hören und nicht von zölibatären Dogmatikern, die noch nicht einmal eine Ehe, geschweige denn das Scheitern einer Ehe selber erlebt haben. Ich möchte wissen von Homosexuellen und von Lesben und Schwulen, wie man denn als, wenn man sich so vorfindet, als Christ, als Christin leben kann. Und nicht von welchen, denen diese Erfahrungswelt völlig fremd ist. Ich möchte gerne von evangelischen und katholischen Christen, die selbstverständlich an Abendmahl und Eucharistie teilnehmen, auch die Kommunion empfangen, hören, was das für ihren Glauben bedeutet. Ob das diese Nivellierung ist, die oft unterstellt wird, oder nicht vielleicht gerade eine Intensivierung des Miteinanders und des gemeinsamen Glaubens. Und so fort. Offene, geschwisterliche Kirche, die dann glaubwürdig ist im Dienst am Leben, auch wenn sie dann dadurch manchmal unbequem wird, wie Jesus das tut. Das sind vielleicht nur einige Stichworte zu dieser Vision, von der ich meine, dass wir dringend hier aus diesem Bogen nach unten wieder raus müssten und raus könnten. Und das ist dann allerdings eine Vision, die gar kein anderer machen kann, als wir selber. Das heißt, da haben wir wieder die Sache in der Hand mit unserem Christsein in unseren Gemeinden. Und dazu möchte ich Ihnen Mut wünschen. Dankeschön.